Der Mond und die schöne Rohini. Einst berief Daksha, der Herr der Schöpfung, den Mond zu sich. »Ich kann nicht alles allein machen«, sagte er zu ihm. »Ich bestimme dich daher zum Herrn der Nacht. Du wirst einen Hasen als Wappen haben, daran sollen dich alle erkennen.« Der Mond hatte nun ein Wappen und ein großes Königreich, aber das war menschenleer. Nirgendwo blinkte in der Dunkelheit ein Licht auf und überall war es ganz still. So stand der Mond reglos am dunklen Nachthimmel und war seines Königreiches bald überdrüssig. Er kehrte zum Schöpfer Daksha zurück, um ihm sein Amt zurückzugeben. Er sagte, »Großer Daksha, die Menschen auf der Erde haben mein Wappen zwar bemerkt, und vielleicht haben sie sogar mehr Achtung vor mir als vor der Sonne. Die brennt zu sehr und macht die Menschen durstig, während ich sie mit meinem blassen Schein erfreue. Aber was nützt das alles? Ich bin allein, mächtiger Schöpfer.« »Ich ändere niemals einen Entschluss«, antwortete dieser. »Du wirst der Herrscher der Nacht bleiben. Aber da du dich so verlassen fühlst, will ich dir einige meiner Töchter schicken. Die sollen die Gesellschaft leisten.« Und Daksha schickte 28 Mädchen, eins schöner als das andere, in die dunkle Nacht. Alle hießen sie Nakshatra, das bedeutet Sternbild. Sie verteilten sich über den ganzen Himmel und begannen zu tanzen. Der Mond wanderte erfreut von einem zum anderen und betrachtete sie wohlgefällig. Am allerschönsten erschien ihm das Mädchen, auf dessen Schulter ein großer Stern in rötlichem Glanz strahlte. Bei uns heißt dieser Stern Aldebaran, aber das konnte der Mond damals natürlich nicht wissen. Er sah nur, dass das Mädchen mit dem rötlichen Stern von allen am besten tanzte. Dabei hob es die Arme wie zwei zerbrechliche Bambusstängel, die vom Regen erfrischt wurden, und die Finger streckte es aus seinen Handflächen wie die zarten Blätter der Lotusblüten. »Wie nennt dich dein Vater, der große Daksha?« fragt der Mond schüchtern. »Rohini«, antwortete das Mädchen mit einer Stimme wie Glockenklang. »Du bist schön, Rohini, die schönste von allen. Du bist schlank und biegsam wie eine Liane und duftest wie Sandelholz.« Von dieser Zeit an wanderte der Mond auch weiterhin über den ganzen Himmel und beobachtete den Tanz der Nakshatra-Mädchen, aber am liebsten hielt er sich bei der schönen Rohini auf, denn in sie hatte er sich verliebt. Die Schwestern bemerkten bald, dass der Mond eine von ihnen bevorzugte und waren sehr gekränkt. »Haben wir nicht alle gleich schlanke Beine und schmale Hände? Leuchten unsere Augen nicht ebenso wie die Rohinis?« flüsterten sie untereinander. »Haben wir etwa weniger Armbänder und Perlenschnüre angelegt als Rohini?« Aber den Mond machte die Liebe blind. Er blieb immer länger in Rohinis Nähe, so dass er sich bei den anderen immer kürzer aufhalten konnte. Die Nakshatra-Mädchen wurden bald tief beleidigt. Und eines Nachts gingen sie fort und kehrten zu Daksha zurück. »Wir haben jetzt genug vom Mond, Vater«, riefen 27 Schwestern empört durcheinander. »Lass uns wieder in deinem Haus wohnen. Wir wollen nicht mehr zusehen, wie der Mond Rohini den Hof macht und an uns eilig vorbeiläuft.« In dem Durcheinander wusste Daksha nicht, welchem der Mädchen er zuhören sollte, aber so viel hatte er verstanden, dass der Mond sich ungebührlich benommen und die Mädchen gekränkt hatte. Er ließ ihn zu sich kommen und sagte streng, »Ich habe dir meine Töchter nicht deshalb geschickt, dass sie du nur eine umschwärmst und den anderen den Rücken zukehrst. Verteile dein Lächeln unter alle gleichmäßig und gerecht.« Die beleidigten Töchter schickte er zurück und dachte, dass jetzt ja wohl Ruhe sein müsse. Aber weit gefehlt. Verliebte lassen sich nichts sagen.
und der Mond war allzu heftig verliebt. Und so blieb er auch nach Dakshas Strafrede am längsten bei Rohini. Eines Nachts hielten es die neidischen Schwestern nicht mehr aus. Sie eilten erneut zum Vater und beschwerten sich. Dieser befahl den Mond abermals zu sich. »Habe ich dir nicht schon einmal gesagt, was du zu tun hast? Ich warne dich, wenn du auch jetzt nicht gehorchst, dann wird es dir schlimm ergehen.« Die erste Nacht befolgte der Mond Dakshas Gebot. Er blieb bei jeder Schwester eine Weile stehen und sah ihren Tänzen zu. Bald vergaß er jedoch wieder alle Mahnungen und Drohungen und zeigte Rohini seine Liebe noch offener als zuvor. Die neidischen Schwestern gingen wieder zu ihrem Vater, fest entschlossen, nie wieder zum Mond zurückzukehren. Daksha hörte sie an und dachte, eigentlich beleidigt der Mond ja auch mich, denn wenn er eine bevorzugt und über die anderen 27 hinwegsieht, dann benimmt er sich so, als ob nicht alle meine Töchter wären. Diesmal redete er dem Herrscher der Nacht nicht mehr zu, sondern schickte ihm die angedrohte Strafe. Der Mond begann zu kränkeln und nahm zusehends ab. Er schwand vor den Augen Rohinis dahin, ihm war nicht zu helfen. Seine Opfergaben für Daksha waren vergeblich, ebenso seine Bitten und Versprechungen. Doch auch der Erde, der die silbernen Strahlen des Mondes fehlten, ging's nun von Tag zu Tag schlechter. Die Götter verfolgten die Veränderungen mit großer Sorge. Sie gingen zum Mond und fragten ihn, was mit ihm geschehen sei und was ihn retten könne. »Ach, mir kann überhaupt nichts mehr helfen. Daksha hat mich wegen meiner Liebe zu seiner Tochter Rohini bestraft. Seht nur, ich werde immer weniger«, klagte der Mond. Die Götter eilten unverzüglich zu Daksha und warnten ihn. »Großer Schöpfer, nicht nur der Mond siecht dahin, sondern mit ihm alle Pflanzen, Tiere, Menschen. Über wen sollen wir herrschen, wenn die ganze Welt zugrunde geht? Wir bitten dich, gib dem Mond seine Gesundheit wieder.« »Ihr wisst, er hat meine Töchter beleidigt. Und damit auch mich«, sagte Daksha. »Außerdem wisst ihr, dass ich niemals einen Entschluss ändere. Da ihr jedoch für den Mond bittet, bin ich bereit, seine Krankheit zu mildern, vorausgesetzt, dass wir künftig folgsam sein und jeder meiner Töchter die gleiche Achtung erweisen wird. Bis ich endgültig überzeugt bin, dass ihn der Tanz aller Nakshatra-Mädchen erfreut und er keine bevorzugt, soll ihn die Krankheit nur alle 14 Tage befallen. In den folgenden 14 Tagen soll er sich immer wieder erholen. Dazu muss er in den heiligen Fluss Sarasvati hinabtauchen. Dessen Wasser wird ihm neue Kräfte geben.« So sprach Daksha, der Schöpfer der Welt und deren Lehrer. Es war auch höchste Zeit, denn der Mond war inzwischen dünn wie ein Seidenfaden geworden. Am folgenden Tag erschien er gar nicht am Himmel. Er badete im Fluss Sarasvati, der aus den heiligen Bergen kommt und in der Wüste verschwindet. Erst gegen Abend kletterte der Mond wieder am Himmel hinauf. Er wurde von Tag zu Tag kräftiger und war nach 14 Tagen wieder groß und stark. Doch in den folgenden 14 Tagen schwand der Mond erneut dahin. Und so ging und geht es immer weiter. Der ständige Wechsel von Gesundheit und Krankheit erinnert den Mond unablässig daran, wie er sich den himmlischen Tänzerinnen gegenüber zu verhalten hat. Er verweilt bei jeder eine Nacht. Und weil es 28 sind, dauert es jeweils einen Monat, bis er alle gebührend bewundert hat. Und Rohini? Sie hat nur einen Trost. Sie ist auf der Erde die Herrin aller Verliebten geworden, die im Dunkel nach dem hellen Stern Ausschau halten, der auf Rohinis Schultern glitzert.